Herzlich willkommen, ihr Kniffen, zu einem neuen Part von Primal. Ich habe es gerade erst gestartet und ich muss gestehen, ich habe es jetzt so seit zwei Wochen ungefähr nicht mehr gespielt. Es hat ja auch ein bisschen gedauert, bis ich das alles hochgeladen habe. Ich muss jetzt erstmal einen Timer. Timer. Das heißt, ich kann heute wieder ein bisschen blöd sein. Dann bitte verzeiht mir, dass ich alles nicht wieder so gut hinkriege, wie es sein sollte. Was ich auch gemerkt habe, nachdem ich mir jetzt die ganzen Parts auch mal angeguckt habe, meine Stimme ist noch ein bisschen leise und da wollte ich mal hier gucken, weil ich überhaupt nicht weiß. Aha, da reichen. Machen wir mal so. Mal gucken. So sollte das passen mit der Lautstärke. Ja, mal gucken. Ich habe aber auch noch mal ganz kurz ins letzte Video reingeguckt und habe geguckt, dass ich hier runter muss, glaube ich, zu dem Jared, wenn mich nicht alles täuscht, in seine Gemächer. Hier nochmal switchen. Da ist er. Wupp. Ja, ich muss nochmal... Oh, ich habe den Timer gar nicht angemacht. Ich habe ja den Schlüssel gehabt. Das heißt also, ich muss gar nicht zu Jared... Da ist ja Jared. Hallo Jared? Der ist jetzt einfach hierher gelaufen. Wie geil ist das denn? Naja gut, ich dachte, ich muss vielleicht... Erst nochmal zu Jared. Weiter. Hallo? Den visiert er auch überhaupt nicht an. Ah, oh, fick dich doch. Ja, ist super. Also anscheinend bin ich hier richtig, weil sonst wären hier ja nicht die ganzen Gegner. Mach kaputt. Jetzt. Ich muss irgendwie versuchen, Energie zu ziehen. Wo ist denn der Skre? Oh, da sind voll viele. Scheiße, ich bin echt am Arsch. Hör auf, die anzuvisieren. Ah. Nein. Wo ist Kree? Oh, da ist Kree. Oh. Kree, komm her. Ich brauche Energie. Ich will nicht wieder Leben verlieren. Kree. Aha. So. Muss ich ganz schnell machen. Und dann kann ich auch weiterkämpfen. Ich habe keinen Bock, da wieder ein Leben für einzusetzen. Boah, und wenn ihr merkt, dass ich hier schwer atme, dann liegt das daran, dass ich hier vergessen habe, die Heizung auszumachen in diesem Scheißraum. Und ich hier richtig hart koche. Ich müsste eigentlich mal das Fenster aufmachen, aber habe auch keinen Bock im Dezember hier. Ich habe hier Fußbodenheizung in dem Raum. Dann jetzt also unten warm und oben kalt. Ne? Da habe ich jetzt so gar keine Lust. Okay, den kriegen wir. Gott sei Dank kämpft der eine mit. Ich will nochmal diesen rechts-links-rechts-links-Move, den ich gerade gemacht habe. Rechts-links-rechts-links-rechts. Rechts-links-rechts-links. Ah, hopp. Einfach nur eine. Alter, jetzt habe ich. Das war mal richtig wieder gekontert. Jetzt mache ich noch platt. Okay, du lutschst jetzt gleich mal hier ordentlich Energie weg. Also das Kämpfen gerade, ja, ich sehe es ja selber ein, ist mega kacke gelaufen. So, hier, du holst jetzt erstmal hier Fettenergie. Von den Leuten, die wir platt gemacht haben. Da oben müsste nämlich auch noch einer liegen. Ja. Oh, volle Verstrahlung. Habe ich meinen Satz überhaupt beendet? Überlege ich gerade. Dass ich keinen Bock drauf habe, unten warme Füße und oben kalten Kopf. Da habe ich ja so gar keinen Bock drauf. Zumal, meine Mama hat immer gesagt, wir heizen doch nicht für draußen. Ich wette einen Spruch, den ihr alle schon mal gehört habt. Wenn man die Heizung laufen ließ und hat dann das Fenster geöffnet.
Einmal lüften geht, ist okay. Ja, macht man Stoßlüften. Ja, Stoßlüften. Bla bla bla, Mr. Freeman, bla bla bla. Nein, sie hat ja recht. Die Mutti. Eure Muttis haben immer recht. Das muss man dazu nochmal sagen. Muttis haben immer recht. Ja. Ach Gott, hier gibt es sogar einen ganzen Stein. Nur, wir sehen das im Jugendalter nicht. Und im Kindesalter. Dass Muttis so viel Recht haben. Habe ich schon genug gesagt? Ja, habe ich. Ja, sag nein. Nein. Ja. Habe auch das Gefühl, die PlayStation läuft langsamer durch diese Hitze hier. Ja, speichern. Heißt, es kommt wieder ein Endkampf? Wir werden es sehen. Ist schon krass allgemein, wie viele Parts ich brauche für einen Abschnitt in dem Spiel. Das hatte ich nicht so lange in Erinnerung. Ich dachte so, oh, das spielt man halt mal so in 4-5 Stunden durch. Habt ihr den Schlüssel? Ja, er war im Zimmer. Trinke ich mal was. Wie ihr sagtet. Danke. Erlaubt mir vorzugehen, Hoheit. Wer weiß, was wir finden. Meine Mutter natürlich. Ich habe nichts zu befürchten. So, wieder da. Meine Mutter natürlich. Jetzt gleich wie bei Shadow of the Colossus. Was ist das denn? Ich bin verrückt. Ist sie tot? Es tut mir leid, Jared. Muss es nicht. Ich brauche kein Mitleid, Freunde. Ich brauche Hilfe. Ich muss das Ding zerstören, das meine Mutter entehrt hat. Na klar, na klar, na klar, na klar. Wir müssen zuerst den Betrüger entlarven. Na klar, na klar, na klar. Wisst ihr, wie man das spinnt die PlayStation wirklich? Ich weiß es leider nicht. Das Wesen hat die Gestalt meiner Mutter und ihre Leiche ist unverwest. Hier ist schwarze Magie am Werk. Die Gesänge, die ich hörte, kamen von hier. Feuer. Was? Der Spruch muss gebannt werden. Mit Verlaub, Hoheit, wir sollten die Leiche verbrennen. So soll es sein. Ja, dann Mama. Aber ihr müsst schon zugeben, oder? Die Story von dem Spiel ist doch geil. Ach, die kann man einfach so anstecken. Wie konnte all das geschehen? Die ist schon so trocken, die brennt einfach. Es ist vorbei. Was jetzt? Jetzt? Jetzt will ich meine Rache. Ah, da ist er. Der Spruch ist gebannt. Doch ihr könnt euer Reich nicht mehr retten. Aber dir den Kopf abreißen. Oh nein, Sohn. Meine letzte Tat als Devena war, ihre treuesten Wachen hierher zu schicken, um dich, ihren gebrochenen Prinzen, zu töten. Mit diesem sterblichen Wurm und ihrem Steinmännchen. Der Tod erbimmt mich. Nein, sie betrügt euch. Nein, aber ich muss kämpfen. Hilft ja nichts. Kann ich sie auch bekämpfen? Oh nein, kann ich nicht. Okay, alles klar. Wenn man einmal den Rhythmus hin hat, dann können die gar nicht so viel machen. Ah, jetzt bin ich raus. Ja, wenn man diese Drehungen... Ah, ich... Ich blocke aber auch im falschen Moment anscheinend.
So, jetzt sollte ich die Zeit nutzen, um schnell Energie zu saugen. Alter. So, schnell, Energie, Energie, Energie. Er wird gerade abgelenkt. Ah, ich glaube, immer im falschen Moment anscheinend. Das ist nicht vorbei. Oh, jetzt kann ich jetzt einen Finisher anwenden. Okay. Die stärksten. Ah, ich block doch, du Fotze. Aber auch total schön, wenn er sich da vorstellt und ich nicht sehe. Nein. Komm, jetzt kriege ich brauche mehr Energie. Nehmen wir mit, nehmen wir mit, nehmen wir mit, nehmen wir mit, nehmen wir mit. Ja. Immer weiter, einfach immer diese Attacke. Und der Sprung dahinter ist ganz wichtig, weil er zieht auch nochmal ein gutes Stück ab. So, und so, wenn ich wirklich diesen Rhythmus ganz schnell durchhalte, ohne dass ich da eine große Pause dazwischen mache. Aber hier, der, obwohl ich glaube, das ist aber auch von Kämpfer zu Kämpfer oder von Natur zu Natur. Es gibt ja diese roten, es gibt die schwarzen, es gibt die mit den Zacken, der hier zum Beispiel hat auch diese starke Attacke. Ah. Okay, das war einfach nur mal Horden wegknallen. Hört auf damit! Der König! Oh, Schlückchen trinken. Mein König! Ah. Halt deine Fresse, kannst doch nicht meinen Namen nennen. Schweig. Schweig. Wachen. Zu den Waffen. Dient eurem König. Nehmt diese lügende Hexe fest. Jared lebt. Meine Gebete wurden erhört. Ich habe versagt, Vater. Hätte sie mich nicht entführt, wäre... Du lagst im Ketten, Jared. Doch ich war mit Blindheit geschlagen. So sieht's auch aus, ein königlicher Narr. Du musst immer wachsam bleiben. Kämpfe mit deinem Geist wie mit deinem Schwert. Und wisse... dass deine Eltern immer bei dir sind. Ich muss euch viel erzählen. Es blieb uns keine Wahl, als meine Mutter zu verbrennen. Du Schwein. Genug. Das Thronfolgeritual musste schon viel zu lange warten. Da du wieder hier bist, kann das Reich wieder erstarken. Es bleibt nur eins. Also er muss sterben. Wo sind die beiden Wachen, die sie festgehalten haben? Okay, da ist Logikfehler. Heißt das, er springt jetzt mit ihr runter? Anscheinend schon. Weil schwimmen können die nicht, oder was? Sehr theatralisch. Ach, das ist gar kein Wasser. Das sind Berge. Ich dachte, die sind jetzt ins Wasser sah aus wie Wasser. Fühlt ihr euch bereit, König Jared? Ich bin bereit. Mein Volk ist euch großen Dank schuldig. Ich werde dich nicht vergessen. Boah, da ist er weggekokelt. Das geht ja nicht. So nochmal so einen kokelnden Leichnam zu zeigen. Dass es überhaupt mit 16 klar ging damals. Yeah.
Nur sie jetzt. Ja, wer war das bei Belasur? Ich war zu weit weg, um es zu erkennen. Ey, ich hab's selbst erkannt. Können. Aber Belasur hast du erkannt, was? Natürlich, aber ihr Sterblichen seht doch alle gleich aus. Das sah doch aus wie ihr Freund. Sterbliche? Wie, war es ein Mensch? Nicht unbedingt. Der Arm des Chaos ist lang und seine Dämonen vielfältig. Es, muss ein anderer von Abadons Dienern gewesen sein. Jetzt komm, wir müssen zurück zum Nexus. Ja, komm, hör doch auf. So, Bonusmaterial freigeschaltet. Wo muss ich hin? Also jetzt erstmal wieder in die Mitte. Sie sieht so schlank aus, weil sie auf einmal nicht so aussieht. Wachsen eigentlich ihre Brüste mit? So sieht sie einfach ein bisschen stabiler aus. Ne? Außerdem renne ich viel schneller. Oh. Okay, das war Quatsch. Für diesen kleinen Meter. Du verheimlichst mir was. Wir haben keine Zeit. Abadons Kräfte marschieren schon auf. Abadon, Arella, na und? Das hat doch alles gar nichts mit mir zu tun, Skree. Ich will nur meinen Freund finden und heimgehen. Skree ist nicht dein Feind, Jennifer. Er soll dich führen und beschützen. Bist du Arella? Schmetterlinge? Das hätte ich nicht erwartet. Ich bin überall und nehme viele Formen an. Ich verstehe, wie du dich fühlst, aber du musst wissen, dass wir die gleichen Ziele haben. Glaube ich kaum. Es ist wahr, ich möchte auch, dass du sicher wieder nach Hause kommst, aber vorher... Warum ziehst du mich dann in deinen Revierkrieg mit Abadon hinein? Ich halte das für ein persönliches Problem. Für deins. Jennifer, wenn Abadon sich durchsetzt, gibt es kein Mortalis mehr, in das du zurück könntest. Zumindest nicht das, das du kennst. Seit Ewigkeiten leben er und ich im Nexus und halten uns gegenseitig im Gleichgewicht, sodass alles gedeihen kann. Ohne ihn gibt es weder Neuerung noch Zerfall. Das Leben stünde überall still. Doch ohne mich würde alles im Strudel des Chaos versinken. Ah ja. Mhm, ja. Die Harmonie braucht beide Seiten. Dunkelheit und Licht. Chaos und Ordnung. Einheit im Gleichgewicht. Doch Abadon ist vom Machthunger besessen. Er will mich vernichten, meinen Einfluss zerstören, ungeachtet der Folgen. Er wird nicht ruhen, bis er alle Reiche, auch das deine, verdorben hat. Und er die einzige Urkraft ist. Das bringt mich völlig durcheinander. Ich bin nur eine Kellnerin. Wäre es nicht besser, ihr sucht euch irgendeinen Superhelden? Du hast doch gesehen, welche Macht in dir steckt. Einmal geweckt, wird sie weiter wachsen. Deine Rolle wurde festgelegt, als du noch ein Kleinkind warst. Reise nach Akris. Du wirst sehen, welchen Schaden Abadons Wahnsinn dort anrichtet. Na gut. Na gut. Ich mach's. Führe sie weiter, treuer Abdisur. Sie braucht deine Kraft, wenn ihr ganzes Wesen sich offenbart. Sie ist unbezähmbar, doch ich glaube, ihr Herz ist gut. Meine ganze Kraft, ne, zum Vorschein kommt. Leute, wir kommen jetzt in eine Welt, in der ich damals hängen blieb beim allerersten Mal spielen. Ich habe das, glaube ich, schon vor ein paar Videos erwähnt. Und da habe ich dann auf einmal nicht mehr weitergespielt. Ich weiß jetzt natürlich auch nicht, wo ich hin muss. Aber das hier sieht so aus. Einfach probieren. Einfach mal rechts rum. Wenn es das nicht ist, gehe ich halt zum nächsten. Würde mir ja gleich zeigen, ob das auf ist oder nicht.
Und es ist zu scheiße. Was war das für ein Sound? Okay, hier war mal falsch, ist ja auch okay. Aber ich glaube, das ist dann schon die zweite Welt, wo ich hin. Also insgesamt, glaube ich, gibt es 4 Welten. Okay, ich bin ein bisschen blöd. Da hätte ich auch von alleine drauf kommen können. Ich muss dahin, wo es blau ist. Ne? Aquais. Aquais. Oder wie sie es eben genannt haben. Aqua, ja. Das Wasser. Und jeder, der Zelda gespielt hat, weiß, Wassertempel ist miese Pisse. Oh, das sieht nett aus, ne? Mit den kleinen Glühwürmchen da unten. Feine Scheiße. Ja, hier, da ist sich was. Und da ist das Portal. So. Oh, geht sie von alleine rein. Ich wollte gerade sagen, wir machen hier vielleicht einen kleinen Cut, aber nee, machen wir noch nicht. Wir gehen erstmal rein und nehmen das Video noch mit. Ist doch gar kein Problem. Haben sogar noch 5 Minuten, wenn ich das richtig sehe. Ja, das ist doch schon viel besser. Es ist wunderschön, Scream. Gefällt dir besser als Solum, was? Du sagst es. Und der Sonnenuntergang, wow. Wow. Der Himmel ist hier immer golden. Na schön, na schön. Den Prospekt schreiben wir später. Es gibt was zu tun. Stimmt, genau. Gehen wir. Wir müssen ins Wasser. Du meinst, wir müssen ins Natürlich. Wasser? Aha. Da ist noch was, Kree. Die Dame ist nicht Schwimmerin. Was? Nicht Schwimmerin? Oh, und du kannst es, nehme ich an. Du Steinklumpen. Ich muss nicht schwimmen, wozu auch? Ich lass mich sinken und laufe am Boden. Na, das will ich sehen. Aquis ist ein Unterwasserreich, Jen. Ich hatte nur gehofft. Ich dachte, ihr Sterblichen... Tja, die Stadt, aus der ich bin, ist kein Unterwasserreich, kapiert? Klar, die meisten Eltern haben ihren Kindern Schwimmen beigebracht. Manche durften sogar reiten. Pfadfinder, Stepptanz... Aber ich habe keine Zusatzqualifikationen. Okay? Ich habe... Oh Gott, tut mir leid. Ich habe eine Baumschule besucht. Und das Was war's. Was ist das für ein Geräusch? Ich weiß nicht genau, aber es scheint mitten aus der Lagune zu kommen. Oder nicht? Ich glaub schon. Weißt du, die Undine sind ein sehr kultiviertes Volk. Meeresbewohner, intelligent. Treue Verbündete Arellas. Wie du sagst. Intelligent. Und sie sollen äußerst erfinderisch sein. In Aquis kann man natürlich nicht ganz ohne weiteres überleben. Wie du wohl siehst, weiß ich nicht alles über dieses Reich. Tja, vielleicht sollte ich ein wenig erkunden und dann berichten. Klar, ich setz mich hier hin und sonne mich ein bisschen. Wäre es nicht sinnvoll, dann die Viel Glück, Robbie. Oberbekleidung auszuziehen, nur mal so nebenbei? Sinken und laufen. Wann wird das wohl olympische Disziplin? Sie ist manchmal so kackendreist, ne? Kleine Kackbratze. So, meine lieben Freunde, da jetzt aber wirklich eine Art neues Kapitel beginnt. Ihr seht mich hier schon unter Wasser. Ich bin schon reingejumpt. Sehen wir uns einfach im nächsten Part von Primal wieder, weil ich finde einfach, dass das wäre ein besserer Stopp, auch wenn wir jetzt nicht die volle halbe Stunde wieder ausgenutzt haben. Aber wie gesagt, ich würde es einfach besser finden, ne, wenn es einfach jetzt so einen kleinen Cut gibt. Also, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und freut euch auf den nächsten Part von Primal auf der PlayStation 2. Haut rein und bis denne. Ciao, ciao.